Liebe Freunde, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal Leben, Lieben, Leiden. Heute wieder mit dem wunderbaren Ahmed Mansur. Dankeschön. Ja, bitte, meine ich auch ganz ernst. Und wir haben uns in den letzten beiden Folgen über dein Leben unterhalten. Und jetzt würde ich gerne mal wirklich auch ins Thema Islam einsteigen. Und was mir auffällt, und das ist, hast du ja auch bestätigt, schon aus deiner persönlichen Geschichte, dass es, dass Sexualität, man kann es ja fast auch sagen, Liebe, extrem tabuisiert wird im Islam. Würdest du das so unterschreiben? Theologisch gesehen, ja. Ja. Ob das in der Realität von vielen Muslimen so auch praktiziert, ist eine andere Sache. Ja, ja. Aber wenn man theologisch vor allem bei den Islamisten anschaut, dann ist das Thema komplett tabuisiert. Übrigens auch patriarchalisch gesehen. Das heißt, ich habe ja erzählt, dass meine Eltern nicht so religiös waren. Genau. Aber ich wurde, glaube ich, bestraft, als ich dann irgendwie mit einem Mädchen aus der Nachbarschaft, als du Kleinkind warst, als Kleinkind, ja, genau, ja, gespielt, und ihre Mutter kam und war entsetzt irgendwie, dass ich mit ihr solche Spiele spiele und so weiter. Und ich erinnere mich, dass wir nackt waren oder so. Ja, ja. Wir waren ja nicht mal 5, 6 Jahre alt. Ja, also ja, neugierig sein, auch denn das Körper oder einfach das andere Geschlecht kennenzulernen, das gehört zur Entwicklung von Kindern. Das ist auch völlig normal. Auch, dass man seine Eltern irgendwie in zärtlichen Situationen sieht, dass sie sich umarmen und so weiter, nackt sieht, das gehörte überhaupt nicht in meine Familie. Also, und nicht nur in meine, sondern in vielen. Das heißt, diese Nacktheit, diese Körper, diese Unterschiede werden komplett tabuisiert. Das passiert nur, wenn das Licht aus ist, und im Schlafzimmer und den Kontakt zu den anderen Geschlecht wird immer als eine Art von Gefahr gesehen. Das heißt, es ist interessant, zum Beispiel auf Arabisch, wenn man sagen will, dass ein Mädchen, auch wenn sie nur 2 Jahre alt ist, hübsch ist, dann ist das Synonym für hübsch Braut. Oh. Das heißt, man macht aus diesem kleinen Kind schon ein Heiratsprojekt. Und entsprechend ist dann den Kontakt mit den anderen Geschlecht. Ja. Also es ist immer entweder ein potenzieller Sexualpartner oder es ist eine mögliche Ehepartner oder Ehepartnerin. Es findet kein normaler Austausch, wo es darum geht, Mensch kennenzulernen, mit ihm befreundet zu sein, mit ihm zusammenzuarbeiten, sondern jeglicher Kontakt aufgrund von dieser Tabuisierung, das ist eine Urenergie, man kann sie nicht unterdrücken. Absolut. Die kommt irgendwann, und übrigens, wir wissen es ja nicht nur von den Islam, sondern von allen anderen Religionen. Wenn man etwas unterdrückt, was ja unbedingt raus sein will, findet seinen Weg raus in Perversionen. Ja, ja. Katholische Kirche ist auch ein aktuelles Thema. Aktuell aber auch im Judentum gibt es genug solche Geschichten und im Islam genauso. Das heißt, ich habe psychologisch gelernt, man kann diese Energie nicht unterdrücken, man soll sie nicht unterdrücken, man soll sie natürlich gesellschaftlich kontrollieren, ordnen. Natürlich gibt es auch Sachen, die in eine Gesellschaft nicht dazugehören, in normalen Entwicklung. Aber ich will zum Beispiel, wenn es um meine Kinder geht, ich will meinem Kind die Möglichkeit geben, normal mit seiner Sexualität umzugehen, gesund mit seiner Sexualität umgehen, das nicht tabuisieren, nicht mit Worte bestrafen oder sogar bestrafen, weil er neugierig ist, weil er mit dem anderen Geschlecht oder sie mit dem anderen Geschlecht irgendwie spielen will und so weiter und so fort. Das hat nur die Folge, dass die Menschen mit ihren Sexualität nicht normal mehr umgehen konnten. Also ich fand, also schön, dass du dieses Beispiel mit diesem Mädchen erwähnt hast, als du noch ein kleiner Junge warst. Ja? Also eine Spielszene zwischen 2 Kleinkindern, die überhaupt keine Vorstellung haben von Sexualität oder von Braut- oder Heiratsgeschichten. Und es wird sofort das Superlativ darüber gestülpt. Ja? Also es gibt anscheinend überhaupt keine Facetten, keine Abstufungen. Warum ist auch das so? Auch kein Wissen, weil das Thema tabuisiert ist. Warum wird das tabuisiert? Weil die Ehre der Familie davon abhängt. Weil das ist alles Schmutz und alles Sünde sozusagen reklamiert werden. Weil vor allem
ein nicht normaler, nicht gesellschaftlicher, konformer Umgang mit der Sexualität, die Anerkennung kosten kann. Ja, also meine Ehre ist abhängig von das Verhalten meiner Tochter, meine Schwester, meine Frau. Nicht dem Sohn. Genau. Das ist der Unterschied. Der Sohn kann machen, was er will. Eben, das ist ja das Problem irgendwo. Genau, das ist patriarchalisch, nicht islamisch. Ja. Übrigens, ich habe eine Situation erlebt von einer Erzieherin, die mich angerufen hat und meinte, wir haben hier Riesenkonflikte im Kindergarten. Es gab irgendwelche Doktorspiele zwischen zwei Kindern und die Mutter kommt hier und macht Riesenpanik und will Jugendamt anrufen. Tat sie und Jugendamt sagt, was wollen Sie? Das ist völlig normal. Und sie war entsetzt, dass sogar Jugendamt sowas erlaubt. Und ich bin hingegangen, um ein bisschen so auch mit der Mutter zu sprechen. Und ich habe wirklich bemerkt, ihr ist nicht bewusst, dass ein vierjähriges Kind auch Sexualität hat, auch neugierig entdecken kann. Und dass diese Doktorspiele, solange beide Kinder das wollen, solange das keine Machtverhältnisse dazu gehören, absolut normal. Sie hat es nicht verstanden. Sie dachte, Kinder werden erst Sexualität mit 13 oder 14 entwickeln. Und diese Unwissen, gepaart mit Tabuisierung, mit Verteufelung der Sexualität, mit Sexualität als eine Art von schmutziger Akt zu bezeichnen, schafft genau diese Atmosphäre, die dann dazu führt, dass man nicht normal mit seiner Sexualität umgeht. Absolut. Und ja, was, das hast du auch schon im letzten, in einem anderen Interview erzählt und das ist mir auch ganz bewusst geworden. Also wenn man ganz speziell Frauen anschaut oder junge Mädchen, die auch von Zwangsheirat betroffen sind, ihr gesamtes Leben werden sie von dem Thema Sexualität ferngehalten und müssen dann, wenn es zur Hochzeitsnacht kommt, von jetzt auf nachher die Hüllen fallen lassen, komplett nackig sein und mit eigentlich einem wildfremden Mann den ersten Sex haben. Ja. Das ist ja eine hochtraumatische Erfahrung. Ist es auch. Ja? Ich kann nicht verstehen, was ist die Agenda dahinter? Was soll der Sinn davon sein? Die Agenda ist eine schwache Männlichkeit, die Versicherung zu geben, dass sie die Kontrolle über die Frauen haben. Ja. Anders ist das nicht. Wir sind sehr schwache Männer. Männer, die in patriarchalischen Familien groß werden, die haben keine wirklichen Selbstwertgefühl. Die können das auch nicht entwickeln. Wir haben keinen Platz für Selbstentfaltung, für Entwicklung von Stärken, von Individualität. Wir definieren uns durch die Familie, wir definieren uns durch unsere Männlichkeit. Und in dem Moment, wo so läuft, dann muss ich auch dafür sorgen, dass mein Schwachsein nicht deutlich, nicht sichtbar wird. Und der wird nicht sichtbar, solange ich die Kontrolle über die Frauen habe. Ich sage auch etwas sehr Intimes. Ja. Ich erinnere mich an eine Situation, das war nicht die erste oder die zweite Freundin von mir, auch arabisch, und ich war auch in diese Denkweise, auch als ich dann ausgestiegen bin aus der Radikalisierung, dass ich eine Jungfrau haben will, eine Frau, die keine Kontakt mit anderen Männern hat. Eine Jungfrau? Eine Jungfrau, vor allem unerfahren. Ja. Ja, ja. Und wir haben uns geküsst und ich habe bemerkt, sie kann küssen. Und ich glaube, ich war 2-3 Wochen damit beschäftigt, woher wusste sie, wie man küsst. Ja, ja. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Sehr irre. Und jetzt denken wir darüber nach, warum? Ja. Ja. Warum macht mich das Wahnsinn? Ja. Weil diese Vorstellung, dass dass ich A, verarscht wurde, das heißt, sie sagt mir nicht die Wahrheit, das macht mich unsicher. Ja. Und zwar, das macht Menschen unsicher, die ein sehr kleines Selbstwertgefühl haben, und das habe ich, aufgrund von meiner Kindheit und Erziehung. Und zweitens, diese Vorstellung, dass ich jetzt mit einer Frau zusammen sein, die schon mit einem anderen Mann war, das bedeutet, sie konnte auch mit einem anderen Mann zusammenkommen. Ich bin nicht der Einzige in ihrem Leben gewesen und werde wahrscheinlich nicht sein. Und diese Gedanke konnte ich damals überhaupt nicht aushalten. Warum? Weil ich das Gefühl habe, ich habe nichts anzubieten. Und deshalb muss ich andere Wege finden, um diese Freundinnen, die ich sehr mochte, dazu zu zwingen, mit mir zusammen zu sein. Okay, ja. Das ist natürlich irgendwo, also wenn man sich überlegt, dass es eine ziemlich große muslimische Community in Deutschland gibt und Europa, die westliche Welt eigentlich sehr liberal auch mit Sexualität umgeht, ist es natürlich
definitiv ein Spannungsfeld. Ja? Und das erleben wir gerade bei dem Kindergartenbeispiel, was du genannt hast, oder bei solchen lapidaren Geschichten wie Schwimmunterricht. Ja? Also erstmal vielleicht allgemein. Ich glaube, dass auch, und das ist auch meine Erfahrung, dass viel westlich orientierte junge Menschen, die genau nicht die Anerkennung in ihrer Kindheit bekommen, die auch vielleicht eine traumatische Beziehung zwischen den Eltern erlebt haben, dass sie auch extrem eifersüchtig sind in ihrer Beziehung mit ihren Frauen. Das hat die gleichen Gründe, auch wenn es nicht religiös ist. Aber trotzdem glaube ich, dass patriarchalische Strukturen, vor allem die arabische Art von diesen patriarchalischen Strukturen und die islamische Dimension oder die religiöse Dimension dieser patriarchalischen Strukturen eine riesen Rolle spielt. Und wenn wir über Schwimmunterricht reden, dann müssen wir über noch einen Aspekt sprechen. Und zwar über den Aspekt der Identitätsverlustängste. Mhm. Menschen, die in Syrien leben, leben in einer homogenen Gruppe. Sie müssen sich keine großartige Mühe machen, in welche Richtung ihre Kinder gehen werden. Ja? Wenn mein Vater aber nach Deutschland kommt mit seiner Familie, dann das Erste, was er sieht, dass diese Gesellschaft draußen anders funktioniert. Und zwar massiv anders. Wir haben geredet über Individualität und Kollektivität. Das sind zwei unterschiedliche Lebensweisen. Genau. Absolut, ja. Ja. Und das Erste, was ein Vater entwickelt, ist diese Identitätsverlustängste. Wenn ich nicht aufpasse, wird aus meinen Kindern etwas anders. Das merken sie. Die Kinder kommen nach Hause mit anderer Sprache, mit anderen Narrative, mit anderen Freundschaften. In der Schule wird nicht Opfer und Zuckerfest gefeiert, sondern Weihnachten. Das macht manche Eltern, und zwar ganz viele, diese Ängste. Wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann verliere ich A, die Anerkennung der Community, weil sie ja wollen, dass ich als Moslem da dastehe, dass ich meine Identität nicht verliere. Und wenn ich nicht aufpasse, verliere ich meine Kinder. Es ist interessant, die ersten Besuche in Israel, die erste Frage, die dann von meinen Freunden waren, bist du noch Moslem? Und waren total überrascht, dass ich dann irgendwie Ja gesagt habe. Ja, natürlich bin ich Muslim. Aber warum ist diese Frage vorher nicht gekommen, sondern jetzt? Sie kommt jetzt, weil man Angst hat, in eine fremde Umgebung, in eine Gesellschaft, die ganz anders funktioniert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich meine Identität verliere, viel größer als in Syrien oder in Palästina. Und Schwimmunterricht ist ein Resultat dieser Ängste. Weil wenn meine Tochter schwimmt, wenn sie das tut, mit ihrem Körper so umgeht, wie der Westen von ihr erwarten, dann ist die Angst da, dass sie ihre Identität verliert. Präventiv, was muss ich machen? Ihr verbieten, das zu machen. Ist natürlich scharf, finde ich, wenn man seine Identität fast 80%ig am Körper festmacht. Nicht nur Körper. Aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, natürlich. Ja? Also das ist ja eine ganz reduzierte Identität anscheinend. Aber was ist der Unterschied zwischen den beiden Kulturen? Und ich glaube, da, wo der große Unterschied ist, sind die Ängste am stärksten. Ja? Der Unterschied zwischen westlich orientierter, aufgeklärter, individueller Gesellschaft und einer kollektiv gesteuerter Gesellschaft ist der Umgang mit der Sexualität. Und deshalb ist der Drang, die Sexualität zu kontrollieren in einer westlich orientierten Gesellschaft viel größer als in Gaza oder in Westbank oder in Jordanien oder in Syrien. Aber diese gesteuerte Sexualität betrifft ja fast nur junge Mädchen und Frauen. Ja. Das ist ja auch auffällig. Also die Männer und oder jungen Männer sind da ja irgendwo rausgenommen. Naja, patriarchalische Strukturen sind von Männern gemachten Systeme, um den Männern die Macht zu garantieren. Ja. Und deshalb dürfen die Männer viel mehr machen als die Frauen. Hm. Wenn ein Mann mit seiner Sexualität Gesellschaft unkonform umgeht, dann kann man über ihn schlecht reden. Mhm. Wenn eine Frau, wenn eine Gesellschaft, die sich durch die Frau definiert, das heißt meine Männlichkeit, ist davon abhängig, ob ich in der Lage bin, die Kontrolle über meine Schwester, über meine Tochter darzustellen. Und in dem Moment, wo ein Mädchen etwas tut, dann ist sie nicht nur selber betroffen, sondern meine Männlichkeit als Verantwortliche
betroffen. Man wird sagen, er war nicht in der Lage, auf sie aufzupassen. Ja. Das heißt, meine Männlichkeit wird öffentlich in Frage gestellt. Ja. Genau. Ja. Und deshalb reagiere ich. Das sind keine starken Männer. Ja. Sie geben sich nur so stark, ja, ja, weil sie ja zu Hause sitzen, die Frau kocht und macht, ja, und ja, so weiter, und sie geben nur Befehle. Aber es sind ganz schwache Männer. Hm. Ihr Dasein ist davon abhängig, ob die Schwester sich gesellschaftskonform mit ihrer Sexualität umgeht, ja oder nein. Das klingt doch alles nach einer Einbahnstraße, finde ich, weil eben Sexualität der stärkste Trieb ja ist im Menschen, und dieses System kann ja irgendwo gar nicht funktionieren oder halt nur mit massivem Zwang. Wir sehen, was passiert, wenn Männer und Frauen in Saudi-Arabien sich zum Beispiel treffen. Ja, ja. Übrigens, das ist der einzige Gesellschaft, und ich weiß das, weil ich mich mit dieser Gesellschaft auch ein bisschen kritisch auseinandergesetzt und ganz viele Freunde, die da gearbeitet haben. Also Wahhabismus, meinst du hier Saudi-Arabien? Jetzt reden wir über eine sehr patriarchalische, wahhabistische, islamistische Gesellschaft, wo die Frau gar nicht zu merken. Scharia ist Recht. Ja, ja. Nur mit Burka auf der Straße gehen, Niqab, nicht Niqab, arbeiten, nichts. Ja. Und in dieser Gesellschaft müssen Eltern ihre Töchtern, bevor sie schlafen gehen, die Türen zuschließen, weil sie Angst haben, dass die Jungs zu ihren Schwestern gehen. Keine Übertreibung. Die Brüder? Genau. Ja, ja, wo sollen diese Menschen überhaupt ihre erste sexuelle Erfahrungen machen? Ja, ja. Das passiert ja in der Familie, das kennen wir ja. Ja, ja. Wir wissen ja, dass jegliche Gelegenheit genutzt wird, um Frauen sexuell zu belästigen. Auch Frauen, die nur mit Burka unterwegs sind. Genau. Deshalb gibt es nur Tage, wo nur Männer einkaufen können, und Tage, wo nur Frauen einkaufen gehen. Ja, ja. Es gibt Restaurants, wo dieser Eingang ist für Familien und dieser Eingang für Apartheid. Genau. Ja. Und warum tut man das? Weil man ganz genau und ganz schnell herausgefunden hat, wir können die Sexualität tabuisieren, aber wir können das Verhalten der Menschen nicht steuern. Ja, ja. Die kleine Angelegenheit, die sie finden, werden sie ihre Sexualität ausleben oder versuchen mindestens auszuleben. Und deshalb haben wir Doppelmoral. In Saudi-Arabien sind die Pornoseiten die am meisten gesucht. Man findet der Weg, irgendwie sie zu finden. Ja, ja. Wir haben eine Gesellschaft, wo jeglicher Kontakt zwischen den Geschlechtern zur Sexualität führt. Wir haben eine Gesellschaft, wo auch hier in Europa Mädchen mit ihrem Körper machen, was sie wollen, wenn sie verliebt sind, und später versuchen, sich als Jungfrau irgendwie beim Heirat zu Frauenärzten gehen, die das Jungfernhäutchen wieder zunehmen sollen. Dass sie ein bisschen bluten, damit die Jungs irgendwie überzeugt sind. Das ist irre, finde ich. Das ist das Doppelmoral dabei. Ja, ja. Und immer wenn man versucht, eine Urenergie zu unterdrücken, kommt der Doppelmoral raus. Absolut. Und darum finde ich eben auch das Kopftuch diskussionswürdig, muss man ja sagen, bei Minderjährigen, wenn man es jetzt mal so... Nicht nur bei Minderjährigen. Allgemein ich auch. Ich finde, wir müssen vielleicht auch beim nächsten Mal, wenn wir uns treffen, über die Diskurskultur in diesem Land. Und die Diskurskultur ist so weit, vor allem wenn wir jetzt über die islamistische Seite, aber auch die linke Seite, dass jegliche Kritik an Kopftuch ist gleich Rechtsradikalismus. Ja, und ich muss so jetzt betonen, ich komme aus einer Familie, wo meine Mutter, meine Tanten, meine Großmutter, viele auch junge Frauen in meiner Familie Kopftuch tragen. Ich kann mit denen sitzen, ich kann mit denen reden, ich respektiere sie, ich liebe sie teilweise, und ich werde nie auf die Idee kommen, irgendwie diesen Kopftuch aus dem Kopf irgendwie zu zerreißen und zu sagen, keine Ahnung was Rechtsradikale auch hier machen, indem sie Frauen beschimpfen. Aber ich finde, in einer Gesellschaft, die demokratisch sein will, muss genau Räume sein, um über das Thema zu sprechen. Definitiv. Vor allem, wenn es darum geht, Neutralitätsgesetz. Also wir haben gerade auf Twitter die Diskussion Richterin mit Kopftuch, oder nein, Polizisten oder Lehrerin. Ja. Ich bin absolut dagegen. Ich auch. Und zwar nicht nur, weil ich den Kopftuch problematisch finde, sondern weil ich einfach keine religiösen Symbole haben will, wenn es darum geht, den Staat zu repräsentieren. Da muss ich, also ich frage mich,
was kann ich erwarten von einer Frau mit Kopftuch, wenn es darum geht, die Mohammed-Karikaturen zu schützen. Mhm. Kopftuch ist ein Symbol der Unterdrückung, ist ein Symbol der Geschlechterapartheit, ist ein Symbol, wo Frauen ihre Haare bedecken müssen. Es ist nicht nur ein Stück Tuch, es ist nicht nur irgendwie eine Mode, sondern er hat ganz klare religiöse Hintergrund, den man nicht ausblenden soll, wenn es darum geht. Man kann nicht den Kopftuch mit westlicher Brille anschauen und sagen, die Frauen dürfen tragen, was sie wollen. Die dürfen tragen, was sie wollen. Es gibt aber gesellschaftliche Ebene, wo das nicht passieren darf. Und vor allem bei Kindern, weil wir haben ja vorher darüber gesprochen, wie wichtig ist dieser gesunde Umgang mit dem anderen Geschlecht, mit dem eigenen Körper. Und wenn ich dann 6- oder 7-jähriges Mädchen mit dem Kopftuch symbolisiere, ihr Körper ist tabu, kann ich nicht erwarten, dass diese Menschen mit ihrem Körper normal umgehen kann. Und deshalb halte ich diese Botschaften, dass eine westlich orientierte Gesellschaft sagt, wir haben Religionsfreiheit in dieser Gesellschaft und wir kümmern uns, dass jeder nach seinem Glauben leben kann. Aber es gibt Orte, es gibt Plätze, es gibt Positionen, wo die Grenzen gezeigt werden müssen. Und für mich ist das Neutralitätsgesetz, Kinderkopftuch und Burka-Verbot. Da kann eine westliche Gesellschaft zeigen, das ist die Grenzen unserer Toleranz. Und das ist auch die Regeln, an denen alle halten müssen, damit es überhaupt ein Zusammenleben in einer vielfältigen Gesellschaft möglich ist. Wir zelebrieren ja Unterschiede, als ob Vielfalt nur großartig ist. Nein, Vielfalt ist Realität. Mm. Und zur Vielfalt gehören ganz viele Probleme und Herausforderungen. Mm. Und die müssen wir nicht feiern. Wir müssen vor allem Lösungen finden, damit wir überhaupt zusammenleben können. Sehe ich absolut genauso, aber wir haben in diesem Land auch langsam einen Diskurs, also der in eine ganz irre Richtung geht, finde ich. Wir haben keinen Diskurs. Also, oder einen Meinungskorridor, möchte ich es mal sagen. Habe ich letztens was gelesen, dass jetzt Integration, also die Forderung nach Integration, ja anscheinend schon rassistisch ist. Naja, von bestimmten Gruppen. Ja, ja, genau. Aber die haben ein großes Strahlungsbewusstsein, das muss man ja sagen. Leider auch beim Integrationsgipfel sogar. Mhm. Ja. Genau. Also das ist meine Kritik. Eine konservative Regierung, eine konservative Kanzlerin muss auch in der Lage sein, auch konservative Forderungen zu stellen. Aber es ist ja nicht konservativ. Natürlich nicht. Also es wird so gelabelt, aber ist es ja nicht. Ja. Ja, und ich finde... Also ich sage konservativ, weil es mittlerweile sehr, sehr links identitär ist. Das ist auch von mir aus überhaupt nicht links. Links ist humanistisch, ist Religionskritik. Global, ist individuell, ist Religionskritik. Ja eben, wo ist das hin? Die identitätspolitischen Linke absolut komplett ab und meinten, sie sind toleranter und moralischer, wenn sie jetzt alles akzeptieren, was eigentlich die Rechtsradikale ablehnen. Mhm. Wir können nicht schwarz und weiß denken. Toleranz hat seine Grenzen und wenn man Toleranz ausüben will, dann muss man auch schauen, dass unter dieser Toleranz nicht Intoleranz entsteht, was im Islamismus der Fall wäre. Absolut, also ich bemerke da einfach auch eine, nennen wir es bestenfalls Naivität, den Symbolen gegenüber. Also es wird ja sogar manchmal propagiert, dass das Kopftuch ein feministisches Symbol ist. Solche Blüten gibt es ja wirklich, muss man sagen, wo man sich wirklich fragt, woher kommt das? Die westliche Brille. Und aber ist das die westliche Brille? Es ist westliche Brille. Also meine Brille ist es nicht, ja. Ja, ich meine jetzt diese Brille, die, also man ist nicht in der Lage, Phänomene und ihre Hintergründe und ihre Erstehungsprozesse zu verstehen, sondern man sieht, okay, da ist ein Mann namens Ahmad Mansur und der will Frauen vorschreiben, was sie anzuziehen haben, was nicht. Klingt plausibel. Ja. Ich will aber keine Frau vorschreiben, was sie anzuziehen hat. Das macht Gott, das macht Allah, das macht die Islamisten. Sie sind diejenigen, die sagen, entweder Kopftuch oder du gehst in die Hölle. Das sind diejenigen, die nicht erlauben, dass die Frau einen Tag Kopftuch, einen Tag ohne Kopftuch auf der Straße geht. Die haben den sozialen Druck. Ich sage nur,
Kopftuch ist für mich ein Symbol der Unterdrückung. Ich respektiere jede Frau, die das machen will. Ich werde mit meinem Körper sie schützen, wenn Rechtsradikale versuchen werden, sie was anzutun. Aber ich will als Gesellschaft bestimmte Bereiche verhandeln, wo diese Kopftuch keinen Platz hat in unserer Gesellschaft. Und das ist für mich bei Kindern und beim Neutralitätsgesetz. Da, wo ein Kopftuch tragende Frau eine Repräsentantenaufgabe dieses Staates übernimmt. Und zwar bei Polizei, beim Gericht und in der Schule, beim Lehrer sein. Genau, und das sehe ich eigentlich ganz genauso wie du. Und ich gehe ja sogar noch weiter, und selbst das wird ja schwierig, angemessen und sachlich überhaupt darüber zu diskutieren, ohne dass es sofort politisiert und persönlich gemacht wird. Ja, und das ist eine dramatische Entwicklung, finde ich. Und wir beide sitzen hier, weil wir eben das hinbekommen, darüber uns zu unterhalten. Und ja, wir hätten, glaube ich, noch so viele Themen, über die wir reden können, lieber. Schauen wir mal, wie die drei Folgen ankommen, und dann machen wir noch einen Termin. Freue ich mich sehr drauf, genau. Wollen wir damit heute die Sache beenden? Ich bedanke mich bei dir. Ich habe zu danken, hat Spaß gemacht. Genau, und ja, bis später, liebe Leute. Passt auf euch auf. Tschüss. Peace out.